Hallo, heute möchte ich euch eine Android-App vorstellen. Und zwar ist diese App für DSi und heißt iSurvive und wird mit Z geschrieben. Ich habe mir mal schon die zwei Maps runtergeladen und die erste rufe ich auf. Als Beispiel, ich bin ja ein sehr großer Neuling, Noob bei DZ oder auch bei Arma und ich kenne mich noch nicht so aus. Und kann ich so sagen, wo was ist? Und wenn ich andere Leute suche, stehe ich nach Pamba und weiß nicht gerade, wo ich mich befinde. Und deswegen gibt es hier diese App. Und mit dieser App kann man parallel auf dem Tablet oder auf dem Handy schauen, wo man sich befindet. Zum Beispiel, ich bin jetzt in dieser Stadt hier unten, laufe an dem Ortsschild vorbei, kann nicht lange davor stehen, weil Zombies hinter mir herrennen, aber Kollegen wollen wissen, wo ich denn momentan bin. Und ich sehe nur dieses Kyrillisch hier oben und kann damit nicht viel anfangen. Deswegen suche ich mir einen sicheren Platz, gehe auf mein Tablet und hier klicke auf die Lupe. Dann kann ich hier eingeben und ich gebe das so ein, als würden das normale Buchstaben sein, nicht kyrillisch. Ich nehme das mal R, Y, R und schon findet er das und ich kann sagen, dass ich in Guglofo bin. Wird bestimmt auch anders ausgesprochen, aber damit kann ich schon mehr anfangen. Und wenn ich mal drauf drücke, zoome ich auch hier gleich rein. Jetzt sagt mein Kollege, dass er da drüben in Schakowka ist und ich kenne mich ja noch nicht so aus mit den Entfernungen, deswegen drücke ich hier unten rechts auf diese zwei Markersymbole und bin hier in dem Haus und möchte mich mit ihm hier treffen und dann weiß ich, dass wir ungefähr 1,1 oder 1,2 Kilometer entfernt sind. Wenn ich normal dorthin laufe, sind es 7 Minuten und wenn ich sprinte, sind es 4 Minuten und so können wir das ein bisschen einschätzen und zusammen machen wir aus, dass wir dann, sagen wir mal, hier runterlaufen und dann weiß ich ungefähr, dass wir in 6 Minuten sprinten, den Weg, den hier eingezeichnet ist, dass wir den hier in 6 Minuten sprinten erreichen können. Und das ist schon eine schöne Sache, wenn man sich hier nicht so gut auskennt. Ich versuche mal nochmal die große Map zu kriegen. Weil ich hier mit einem Emulator arbeite, kann ich jetzt nicht rein und raus zoomen. Das hat jetzt nichts mit dieser App zu tun. Das ist jetzt einfach, weil ich das über den PC laufen lasse. Da habe ich nicht alle Funktionen, die ich auf dem Tablet habe. Aber ich kann besser aufnehmen. Damit müssen wir jetzt leben. Wie man sieht, gibt es noch eine weitere Funktion. Ich kann die Karten wechseln und mir hier die Satellitenansicht anschauen. Das ist auch ganz nett. Nein, das momentan nicht. Das zeige ich später noch. Ich gehe aber wieder auf die normale Karte zurück. Was auch gut ist für Anfänger, ich habe hier so einen Filter und kann sagen, dass er mir das Loot anzeigt. Und dann sehe ich schon, dass hier Militärstationen, Krankenhäuser, Wasserstationen, Supermärkte angezeigt werden, aber auch Farmen und irgendwelche Orientierungspunkte. Ich klicke mal hier ein bisschen rein. Dann kann man das ja vielleicht ein bisschen sehen. Aber mit Doppelklick geht's, aber wie komme ich wieder raus? Nee, mit Scrollen nicht. Und dann sehe ich hier, dass hier zwei Brunnen oder Wasserstellen sind, hier ein Supermarkt. Und so kann ich mich ein bisschen besser aus. Hier ist irgendwie Militärloot. So rauszoomen, geht es auch? Nee. So, was noch? So, tut mir leid, ich muss das ein bisschen umständlich machen. Was noch interessant ist, ich kann mir hier im Profil, gebe ich jetzt mal meinen Benutzernamen ein, Chimida. Kann ich mir eine Gruppe anlegen und den Gruppennamen nenne ich einfach Let's Play Chemida. Ja, und das Passwort 1234 und fertig.
So. Nee, mit. Ja, ich kann es jetzt jemand schicken und sagen, hey, ich habe hier so eine Gruppe angelegt und das Passwort ist 1234. Ich will aber eine andere Farbe haben. Wie war denn das? Weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwo kann ich die Farbe wechseln. Aber das kriegt er auch selbst raus. Wenn ich jetzt hier irgendwo hinklicke, hier zum Beispiel, und dann kann ich sagen, ich möchte meine Spielerposition anzeigen. Hier gibt es nur Standard-Skins. Ich habe hier die Freeware-Version. So, hier ist der Benutzername und das Passwort. Nee, nur das die Gruppe. Und dann sage ich hinzufügen. Und schon sieht man hier einen Punkt meine Position. Irgendwo kann man die Farbe ändern. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Weil im Prinzip ist das ja eigentlich hässlich. Ne, hier auch nicht. Lasst euch durch meine chaotische Weise nicht ablenken. Das Gute ist jetzt daran, ich habe jetzt meine Position markiert. Ich kann jetzt auch sagen, komm, wir treffen uns hier oben. Und zwar hier Treffpunkt hinzufügen. Dann ist hier auch eine Treffpunkt markiert. Und jeder, der jetzt möchte, kann einfach in sein Profil gehen, hier eine Gruppe anlegen oder beitreten, gibt den Gruppennamen und das Passwort an und dann sieht er schon, komm, wieder hier drauf, meine Einträge, die ich gemacht habe. Das finde ich einfach genial. Man muss nicht irgendwo sich anmelden, seine E-Mail-Adressen oder sonst irgendwas eingeben oder ja, ein Login erstellen oder sich auf eine Webseite anmelden. Das ist absolut egal. Jeder, der jetzt dieses Programm hat, iSurvive, gibt diesen Gruppennamen und das Passwort ein, sieht genau da das, was ich sehe und kann auch seine eigenen Symbole einfügen. Und man kann auch irgendwo die Farbe ändern. Fragt mich jetzt nicht wo. Weil ich habe mal das getestet und da war es grün, jetzt ist es gelb. Warum auch immer. Es gibt, hallo, Karten wechseln. Es gibt zwei Maps für die Standalone-Version, das habe ich euch ja schon gezeigt, aber auch für die DC-Mod bei Arma 2 gibt es entsprechende Maps, die kann man sich auch runterladen, je nachdem, wie man das haben möchte. So, und wie allgemein üblich kann man hier auch die Werbung entfernen. Für Leute, die das stört oder für Leute, die die Entwickler unterstützen möchten. Es ist ja nicht. Mal schauen, was es kostet. Werbung entfernen, kaufen. 1,79 €. Damit entfernt man die Werbung. Man kann sich auch andere Skins anlegen, hat man ja auch gesehen. Und das Tolle ist dabei, man unterstützt die Entwickler und die haben auch was davon, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben. Wer es nicht will, kriegt halt ab und zu mal eine Werbung, aber das ist auch nicht schlimm. So, ich hätte gern, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, ob euch das überhaupt gefällt, dass ich auch Android-Programme vorstelle, ob ihr besondere Vorschläge habt, welche Programme ich testen soll, ob ich ein paar Spiele testen soll, wie euch das Ganze gefällt und so weiter. Und ich hoffe, wie immer, ich konnte euch ein bisschen helfen. Also wenn ihr so wie ich ein Noob seid und kennt euch in DSI noch nicht so gut aus, ist das ein gutes Programm, was so nebenbei auf dem Tablet oder auf dem Handy läuft und was einem sehr gut unterstützt. Und wie immer wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao.